Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. Die nächste Nebenmission steht an. Wir müssen das Verschwinden des Körpers aufklären. Schluck auf schon wieder. Da gehen wir jetzt hin. Fünf Nebenmissionen haben wir noch offen. Die werden noch abarbeitet. Das kann in dieser Folge passieren, dass wir die alle schaffen oder in der nächsten. Und dann sind wir erstmal durch mit Ghost Recon. Dann haben wir den Großteil der Map aufgedeckt. Wir haben die Story inklusive DLCs durchgespielt. Wir haben den meisten Scheiß eingesammelt. Dann haben wir eigentlich so ziemlich alles gemacht. So. Watch yourselves. We have hostiles nearby. Do not let him get away. Greetings. Can you tell me more info about this? I don't remember more. Thanks for having my back. Sie ist auf der Terrasse von Cryo Hope. Der, das ist halt einfach wirklich wieder. Ach, keine Ahnung. Kann man wohl sehen, wie man will. Hier war alles, oder? Ne, hier ist noch eine Taver. Ah ja, die Kiste ist unten.
So, was ist passiert? Are you Sentinel or one of those army guys running around? One of the army guys. Name's Nomad. Good. Please, I'm Dr. Rathi, the cold lead here at Cryo Hope. I desperately need your help. I think one of our clients might be missing. Clients? You mean... One of the bodies. Specifically, the body of Dr. Frida Garcia, the woman who founded this lab. She was sick and had herself put under. Now she's missing, and there's a rumor going around that she woke up on her own and walked out. I have to find out what's going on. Tell me this. How could a frozen corpse just up and walk out? I don't know. Her body was held in the startup, not with the other bodies in Eternity. Maybe that had something to do with it. I don't know. Listen. It's not like she woke up and walked home, right? Would her body have any value to anyone? Well, Skell's security system is based on biometrics. If you had her body, you could get into her house. I don't know. Ja, hier fehlt jemand. Ist vollkommen richtig. Unsichtbares Handy. Judging from timestamps. Some of these files have been deleted. This was clearly an inside job. What are you doing here? Arbeitstag, Anwesenheitsprotokoll, bitte schreiben Sie Ihren vollständigen Namen. Bob Bernard, Alice Xavier. Bob Bernard, Alice Xavier. 1,5 Kilometer, wir nehmen den Helikopter hier hinten. Springen Sie mit Alice und Bob. Alice und Bob. Ja, es ist so schwer, hier irgendwie noch Level-Ups zu kriegen. Es funktioniert echt nicht mehr so schnell. Fuck. Ach, zum Glück ist da noch einer. Oh, ganz viele.
Ah! Tell me what you know. I swear, I told you everything. Just let me go. Alles klar. Do you two work at Cryo Hope? We do. My name is Alice. And I'm Bob. What can we help you with? I'm looking into a body that's gone missing. Oh. I wonder if you mean... The rumor about the body that walked out. We heard about that. So that's real? Well, that's what I'm trying to find out. You know anyone that would want a body? No. It would take a pretty sick person to take a frozen corpse. Sorry, we can't tell you more. Oh, wait. What about Jimmy? That kid is totally nuts. If anybody's into weird stuff, it's him. Oh, yeah. I forgot about Jimmy. Yes. You should totally check with him. I don't know how I could have forgotten about him. All right, I'll check him out. Thanks. The fuck, Alter. Der Jimmy. What do you want? Jimmy, Jimmy, Jimmy. Level 60. Ausrüstung Polizei von Aurora. Das ist ein Sticker, oder? Ja, Police. Polizei von Aurora. Lass mal draufklatschen. Ja, unser Ding wurde jetzt runtergenommen wieder. Ja, das... Dann könnte unser Ding wieder tragen. Aber ich möchte den Rucksack wegmachen. Der sieht so scheiße aus, Alter. Marineblau. Mit einfach in Schwarz. Jimmy. Deiner crazy motherfucker. Hey, can I talk to you for a minute? Yeah, sure. You heard anything about one of the Cryo bodies getting up and walking out of here? Oh yeah, I know about that. Der hat was damit zu tun. I didn't mean to start no trouble. You started the rumor? Well, not exactly me. One of the other scientists, Alice, told me about it. She told me I should tell people, you know, to scare them or something. So you're saying it was Alice's idea to spread the rumor? Yeah, she's something else. And I thought she might notice me more if I helped her out. So if the body didn't walk out, what happened to it? Jeez, I don't know. I swear. Wait! They log everything that happens to the bodies. The records are stored in their backup server in the cryogenization center. Das ist wieder ganz da oben. Ich fahre jetzt mit dem Motorrad hoch, dann denke ich, will dieses die Karte noch ein bisschen auf.
bei so einem Teil waren wir aber schon mal. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass wir sowas schon mal hatten. Das sieht genau vom Aufbau gleich aus. Ah ne, das war glaube ich bei einem anderen Charakter, oder? Ich glaube, das ist bei einem anderen... Ja, das war bei einem anderen Charakter. Das ist dasselbe. Das habe ich nur beim anderen Charakter gehabt. Thought things like that were possible. What I don't get is why would anyone freeze themselves when we don't have the technology to bring them back? Das ist eine gute Frage. Aber irgendwann wird es ja erforscht sein, dass man sie zurückholen kann. Kältekammer, Bernhard Borb, Wissenschaftler Xavier Ellis, bla bla bla. Es muss einer von beiden gewesen sein, die haben Zugang dazu gehabt. Einer von beiden hat gelogen. Oder beide. Kann es eigentlich sein, dass die Leute so schnell hier wieder nachspawnen? Ist doch unglaublich. Huh. So Bob and Alice either ran away or went missing. Curiouser and curiouser. Was ist jetzt wieder los? Dass der Laptop der Bob und Alice gehört, die Daten darauf lassen vermuten, dass sie damit versucht haben, biometrische Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Aha. Die wollen in ihr Haus, oder? Ja. Die zwei Wichser. Was für kleine Goos. Schon. Hier gibt es noch 2, 3, 4 Orte, 5 Orte. Auf einen Haufen wieder 6 Orte hier auch. Wieder so viele Scheiße, Alter.
looks like a frozen body. Dr. Frieda's body, if I'm not mistaken. If you return, Alter, sie sind einfach Wolves. Thank you and have a nice day. Der einfach Wolves, what the fuck? Ich kannte ich mehr. Nach mehreren Testdurchläufen habe ich einen neuen Cryo-Konservierungsprozess gefunden, der zu funktionieren scheint. Es gibt nur wenige Ergebnisse, aber die ersten Resultate stimmen optimistisch. Nachdem ein überarbeitetes Kälteschutzmittel injiziert wurde, kann ein lebender Körper in ein Sicherheitskühlgerät überführt werden, in dem der Vitrifizierungsprozess abgeschlossen werden kann. Durch diese Form der Neuropräservation könnte der Körper für alle Ewigkeit leben. Alles klar, Digga. Sterblichkeit. Was für eine abgefuckte Scheiße, Alter. Thank goodness you're back. Did you find out what happened to Dr. Garcia's body? The good news is, she didn't walk out on her own. The bad news is, a certain Bob and Alice stole her body. Bob and Alice? That can't be. They're two of our most dedicated scientists. Wolves. Yeah, well, apparently they were dedicated to their own greed. They used Dr. Garcia's body to get past the biometric locks in her house. They were after her research. Well, they didn't get it. They won't ever be getting it. Thank you for your help. And hey, if you reach a point in your life where you're interested in trying cryonics, come find me. Nee, danke. So, nächste Nebenmission. Gesunde neue Welt. Gelangen Sie zur Klinik von Infinity. Ja, da waren wir auch schon mal. Ich glaube, ein Stück fliege ich jetzt einfach.
Oh mein Gott. Digga, der Helikopter ist halt wirklich aller Walkman-mäßig genau hier reingeflogen. Holy shit. You have a minute? For you? I have all the time in the world. Oh Gott. I'm looking for a scientist. A scientist? Well, I know as well as any that science has brought many modern miracles to our world. But it's foolish to expect science to solve the problems in your life. The problems in your psyche. What? No, my psyche is fine. Sentinel was searching for a scientist and I just wanted to see what was going on. I do treat many scientists. In fact, maybe three of my patients might be willing to talk to you. But I can't guarantee they'll all be cooperative. Perhaps one of them is the person you're looking for. What do they look like? I'll tell you what I told them. I focus on what my patients' minds look like, rather than distracting myself with their rather trivial physical appearances. So you have no idea what your patients look like? Right off the bat, I'd say we could start digging into the root of your anger issues. Great. You've been very helpful. I know my patients by their inner demons. If you were to say, I'm looking for somebody suffering from clinical nanoanthropy, object sexuality disorder, or Gelos syndrome, then I could tell you exactly who it is. I'll come back if I have any more questions. Well, this first consultation was free. But for a full session, you'll need to book an appointment. Let's see, I'm free Wednesday at 1:30. What the fuck? Hello. I'm not gonna hurt you. Greetings and salutations, human. How may I be of service today? The fuck? Some kind of robot? Thank you for your query. We are not a robot. We prefer artificial life forms. We are a unit of nanobots working in unison to simulate human life and biological functionality. Okay. Well, that's new. Sorry, look. Maybe you could help me. I'm looking for information about a missing scientist. I was told you might know something. Thank you for your query, human. Our protocols do not allow us to convey that classified security information. Have a nice day. Yeah, you too. The fuck, Alter. Einfach Androiden, was die hier haben. Wait, what are you doing? Greetings, stranger. Hello. You didn't happen to bring one of those Sentinel drones with you, did you? No, I'm afraid not. Look, maybe you can help me. I'm looking for a missing scientist. They were a patient here. You ever really looked at a drone? Focused on its parts? The sexy, sleek lines that run down its body? Ever look at it and think, this thing, it knows my soul? You know, I can't say that I have. I don't really think of machines that way. You should. They're more than just machines. Du Scheiße. They are the world's greatest sex toy. They make me hot and bothered. Can we focus on the issue at hand? Please, have you heard of anything at all? Oh. You know, now that you mention it, there's a scientist that worked as the head of the Skell security office. Maybe you talk to them? Thanks for the help. Anytime. And if you happen to see one of those drones nearby, be sure to tell them that Mortimer is thinking about them. I'll be sure to do that, Morty. Du Scheiße. I don't want trouble. Please. Whoa. Hey. Hi. How are you feeling today? Pretty sad. But at least I'm free. Here, free of being that creature. It's nice. Creature? Well,
They call it a creature, but I call it a god. Gelos, the divine personification of laughter. When I get too excited, I infect others with my maniacal laughter. It's like a venereal disease, a hysterical virus. So they have you on tranquilizers? Something like that. Here I can have a life free of humor, jokes, and other funny things. I need to take life seriously, they tell me. Okay, then. Seriously? I need your help. I'm looking for a scientist that happened to go missing. Nobody's seen him for a while. There's a scientist by my house. We're actually neighbors. They're always out and about. Sort of fits your description. I'm not joking. Know where I can find them? Yes. Their apartment's over by the Vega residences. It's silly simple to find. Thank you. Hey, I hope you're cured of this soon. What's left for them to do? Remove my funny bone? Alter, ich will hier nur noch weg. Ich glaube, es ist die eine auch gar kein Roboter oder sonst was ist. Die sind einfach alle nur verrückt. Das ist hier Dingens. Eine Irrenanstalt. Die sind alle total verrückt. Kannst anders nicht sagen. Schon gelootet ihr das sicherlich, ne? Ja. Zivilisten in der Wohnanlage Vega wissen vielleicht mehr. Zivilisten. Can shed some light on this. Now, here's what I know. Thanks, stranger. Tagebuch. Je mehr Zeit ich in der Natur verbringe, desto mehr Freude habe ich. Meine Freunde hatten recht. Campen ist wirklich gut für die Seele. Das nächste Mal, wenn ich hier draußen bin, muss ich Beggy und Sean zum Flock Lake mitnehmen. Ich liebe diese Gegend wirklich, vor allem den örtlichen Teil, östlichen Teil. Aber eigentlich ist alles wirklich toll. Ich bin so froh, dass ich den Ausflug gemacht habe. Flock Lake. Warte mal, fast traveln. Skill Security. Bin zu einer dieser Motorräder hier kaufen. Victor Blade Skill.
Firespin. Mau mal. Ich habe eh genug Kohle, ganz ehrlich. Kann ich das alles rauszwiebeln hier? They see me rolling. So, Motorrad. Upsi-dupsi. Hey. You able to shed some light on this information? I promise, that's all. Thanks. Appreciate it. I told my old lady I'd call her tonight, but I didn't get any reception. Über uns. Foto mit toten Bäumen. Okay, das ist ein Foto, das zeigt einen Wald aus toten Bäumen. Das ist wo? Das ist hier hinten. Nick lokalisieren. Oh, der Bräse ist dann dran, Aldi. Wieder was holen. Jesus Christ. Haben wir eigentlich, war das Level 70 oder war das Level 60? Das war Level 70, ne? Ja, 70 war's. Da hätte man nochmal die zwei Rucksäcke hier freigeschalten. Das schaffen wir auf jeden Fall nicht mit den LP. Oh, da haben wir ihn doch. You're the scientist the soldiers are looking for. Scientist? Me? No. No, I'm just a humble groundskeeper. Can't play golf if there's too many divots.
Listen, it's okay, all right? I'm not here to hurt you. Hurt me? Why would you hurt me? I can help you get the best tea time on the island. Seriously, I am not with Sentinel. You can drop the act. Really? Oh, thank Gaia. Gaia, why are you on the run? I was working on new surveillance tech that would make sure that no one could do anything naughty without being caught. But now the soldiers want to use it on the homesteaders and outcasts to control them. If the people ensuring everyone acts nice are the ones that are naughty, then the whole thing goes backwards. Right, right. So I had no choice. I did the worst thing ever in the history of the world that I could ever do. Let me guess, you killed your supervisor and ran off. Killed? No. Much worse. I erased my work and ran off. That's worse? People are born all the time, but my work... My work... The world may never see its like again. What can I do to help? Well, I need to be dead. Look, come on. I'm not gonna kill you, man. No, no, not for real dead. Pretend dead. If you can hack the servers at Black Tiger Outpost and change my data without anyone noticing, then it will look like I died trying to escape them. Okay, I'll see what I could do. Hey, I'm gonna be dead. Guts. Black Tiger. Alter, das ist halt wirklich der Außenposten, der so ziemlich ganz am Anfang hier war. Der ist auch schon wieder so bodenlos weit weg. Leco Faco. Dude, are you okay? Not really. Lala's recent... Oh. Please, go away! Same. Thank you.
Ich muss halt wirklich wieder zu ihm zurückgehen, ne? Ich krieg die Krise. Die Kiste hier gesammelt. Oh, erledigt. Bitch. Okay, I took care of your death. I'm dead? I'm dead. Yes! Finally dead! Just keep your head down for a while, alright? Oh, don't worry. They would need my old tech to find me, but they can't use that. Because I deleted it. Yeah, I got it. Oh, I'll make something new. Something so good. That no bad people could ever use it for something bad. Sounds great. Oh yeah, one more thing. What? Please, get yourself a new psychologist. Okay. Das Phänomen untersuchen, die spanische Festung, das machen wir als nächstes. Das war ja hier oben links. Dort kommt als nächstes dran. Thank you.
fuck, Alter. Die suchen den Schatz. Die Soldaten sind heute aufgetaucht. Sie haben allen befohlen zu gehen. Ich bin sauer. Wir standen so kurz davor, das Geheimnis des Schatzes zu lüften. Wenigstens haben wir ein Stück des Codes gefunden. Dorf. Vorerst können wir es im Museum ausstellen. Brief eines Piraten. Jonathan, wir sind losgezogen, um den Schatz zu suchen. Ich glaube, wir sollten genügend Codeteile haben, um die Karte zu übersetzen. Wenn du uns finden willst, bring dein Stück mit und geh zum höchsten Punkt der Festung. Wir haben dort einen Pfeil gezeichnet, folge ihm zu dem Bogen und darauf findest du einen weiteren Hinweis. Alles Gute, Lawrence. Wichser hat jetzt tatsächlich noch geschossen, ne? Unglaublich. Zu dem Bogen. Und darauf ist ein Hinweis platziert. Das ist das hier. Oh. Lokalisieren Sie den Steinbogen. Drohne oder was? Ich sehe ihn doch, hallo. Ich sehe ihn. Spiel. Ich muss es fokussieren. Als ob die mich von dort sehen. Das haben wir auf jeden Fall hier alles. Wird eigentlich sogar gar nichts angezeigt. Das ist hoch. Aua. So. Schauen, wie wir da hinkommen.
Piratenrätsel lösen. Ach, schau mal, das ist sogar das Jahr. Auf dieser Standtafel wurde das Wort Schlüssel gekritzelt. Die Scheißkerle haben mich zurückgelassen. Dachten die wirklich, von einem Felsen zerquetscht zu werden, würde mich aufhalten. Denen zeige ich es gut, dass ich meine Knarre habe, um die Geier fernzuhalten. Bin echt froh, dass ich schlau genug war, gestern Abend die Tafel zu klauen. Die haben keine Ahnung, dass ich diese habe. Sobald dieser beschissene Felsen nicht mehr auf mir liegt, werde ich mir die Beute alleine holen. Dieser Idiot Graham hat gesagt, sie würden mich in zwei Gruppen aufteilen. Eine geht zur Küste und die andere zu Lookout Head. Ich muss die Folge leider beenden. Es läuft gleich über. Nächste Folge machen wir hier weiter. Haut rein. Tschüss.